Könnte ich Geld scheißen, ich würde so viele CSGO-Cases aufmachen, ne? Alright, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Sonderfolge Case Clicker. Heute kam ja ein Matchbetting raus, aber heute kam auch kein riesengroßes, ne, riesengroßes nicht, aber es kam ein großes Update für Case Clicker raus. Und zwar haben wir jetzt die Version 1.84a, warum auch immer, ah, da hat danach noch irgendwas. Es ist ein bisschen was dazugekommen, so ein bisschen Optionen hier, wurden neu sortiert. Das Wichtigste ist natürlich das neue Case, das Wildfire Case, ne? Da unten rechts habe ich noch 0, da gibt es eine Menge neue Items, Fuel Ejector und natürlich auch neue Knives. Das werde ich gleich openen. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen an, was wir hier noch so alles haben. Es wurden an den Preisen wieder ein bisschen was rumgeschraubt. Und zwar die Doppler-Knives sind ein bisschen billiger geworden. Ich hatte mal 700 Dollar Doppler-Knives, die sind jetzt weg. Die sind, glaube ich, jetzt hier runtergerutscht auf 450. Ne, das ist, da, doch, 440. Stickerpreise wurden angepasst. Das Reason Gaming ist jetzt der zweitbeste Sticker und dann mit Abstand auch der zweitbeste Sticker. Vorher war das ja so ein bisschen fast alles 400 Dollar. Jetzt ist der drittbeste Sticker weit unter 400 Dollar, 300 Dollar. Und zwar 301. Das ist das Natus Vincere. Vincere. Ich reiße viele Vincere. Okay. Vox Eminor war auch da fast 100 Euro teurer, Dollar teurer und jetzt ist es nur 280 wert, was schade ist, weil hätte ich mal vorher alles rein investiert. Aber auch die Eyebauer, die blauen, sind sehr viel billiger geworden, auch fast um 100 Dollar gefallen, ey. Schade, also sehr viele Stickerpreise wurden hier runtergefallen. Es gibt neue Jackpot-Bots, die ich jetzt hier nicht unbedingt sehe. So, und dann natürlich noch so gewisse Kleinigkeiten. Der Glitch ist gefixt worden, den ich vor kurzem veröffentlicht habe. Schade drum, aber egal, dann gibt es weniger Hacker, was das angeht. So, wir kaufen uns jetzt mal 50 oder... 100. Ich kaufe mir mal 100. Ach, noch not unlocked. Ich muss noch ein Update kaufen. Okay, kaufen wir erstmal ein Update. Zack, Upgrade. Und jetzt 50 Stück kosten 700 Dollar. Kaufen wir uns mal zweimal. Deadrake habe ich noch 100 zweimal. Das sollte auch locker reichen. So, noch 100 Wildfire Keys. Die sind nicht gerade teuer. 125 Dollar. Im echten Leben würde ich bluten, wenn ich so viel Geld für Keys ausgebe. So, das erste Wildfire Case. Come on, Game. Gib mir direkt den roten Skin oder gleich das Knife. Dann sind die Leute happy. Oh, knapp an das Battlestar ran. Knapp dran heißt auch, dass wir das auch knapp gleich gewinnen. Come on, Game. Game. Gib mir die Knives. Die Skins sind eigentlich ganz okay. Das, zum Beispiel die FAMAS finde ich eigentlich recht hübsch. Würde ich mir sogar in-game wahrscheinlich als Main-Skin für die FAMAS nehmen. Hätte ich so viel Kohle in übrig, dass ich CSGO-Skins kaufen würde, aber hey. Und es ist der... Oh, da ist schon das neue Bowie Knife. Warum auch immer Bowie? Ich glaube, die Messerart heißt Bowie. Ein paar der anderen Skins sind auch ganz okay. Nichts super krasses. Was haben wir? Die Dual Berettas. Die sehen nicht so geil aus. Es ist okay. Gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen, ne? Aber ja, nicht schlecht. Der Online-Jackpot soll auch bald kommen. Ach ja, und weil das auch sehr viele fragen, das Update für... Oh, Knife! Is it a Knife? Oh, ein Safari-Mesh 223. Okay. Nicht das Geilste. Okay, fuck yes, direkt Knife und direkt weiter. Wo war ich ja? Ach ja, weil viele fragen, wann kommt das Update für iOS? Wie immer dauert das 5 bis 6 Tage, bis das auch für Apple-Geräte rauskommt. Das liegt daran, dass Apple das Update noch überprüfen muss. Da kann der Entwickler nichts für. Apple überprüft... Oh, so knapp. Verdammt, Game, lass mich mal ausreden. Wo war ich ja? Ach ja, Apple muss das Update überprüfen und durchwinken. Und dann kommt das Auto ungefähr eine Woche. Und deswegen dauert das meistens eine Woche bis nach Android, bis das Update auch rauskommt. Ah, zweites Knife. Zweites Knife wäre nicht schlecht. Direkt ein zweites Bowie Knife. Aber ich könnte auch wahrscheinlich einmal Jackpot spielen und das gleiche auch gewinnen. Wie so oft Knife vorbeirattern, ne? Aber die, hier, die Bison, die sieht hübsch aus. Die finde ich echt hübsch. Nicht so geil wie beim Revolver Case. Ich glaube, die Revolver Case ist am hübschesten. Die hat so einen grünen Kanister. Der grüne Kanister sah cool aus. Oh, zwei Knives direkt nebeneinander. Und das ist noch beschissener. Aber was geht ab? Wie hoch ist die Knife-Chance hier? Und dann noch zwei direkt nebeneinander. Ich krieg hier ein Kind, ey. Okay, ich raste aus. Ich krieg noch keinen einzigen roten Skin, aber ich habe schon zwei Knives. Das lässt sich sehen. Ich wette mit euch, ich krieg noch mindestens drei Knives, bevor ich auch nur ein paar rote Skins hier gewinne. Kennt sich schon jemand mit den Wildfire Knives aus? Was ist das teuerste darin? Ein Slaughter oder dann gibt's einen Doppler vielleicht? Irgendwas in die Richtung Case Harden? Keine Ahnung. Man sieht das ja leider nicht in der Übersicht. Die Royal Legion sieht auch ganz okay aus für eine Glock, ja? Ne, lila. Ist okay. Ich krieg viel zu oft diese Valenze. Ich sollte mal, glaube ich, einen Wildfire Case in CSGO holen. Ich krieg, glaube ich, eine Valenze. Ich finde den hübsch. Ich zock zwar nicht so oft mit der FAMAS. Ich komme mit dem Spray nicht klar dabei, was Lila ist. Pinkes. Lila. Aber natürlich darf auch nicht ein hässlicher Skin fehlen. Ne, guckt euch dieses Ding an. Und das kostet 10 Dollar noch. Ich hoffe, das verbreitet sich schnell. Also das, für den Skin würde ich keine 10 Dollar ausgeben. Gut, es hat Statrack und Pipapo. Und die selbst, die sieht ganz okay. Na, geht.
Oh, eine 5-7. Die sieht super cool aus, finde ich. Finde die richtig stark. Sieht so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus, keine Ahnung. Mir gefällt das Design. Mach 7 Praetorian. Ja, ist ganz okay. Ich bin kein Schrotflinten-Fan in CSGO. Ich kaufe mir eigentlich immer nur meine Standardwaffen. Schrotflinten, nee, es ist so. Ich mag's eher Silent und von Reichweite und so. So langsam kann ein rotes Item kaum geben. Come on. Come on. Ne, die AK sieht super nice aus, finde ich. Na, super nice nicht, aber wäre schon ein Skin, den ich gerne hätte. Die Fuel Injector hat coole Farben. Oh, die Hyper Beast, die Nova. AWP Hyper Beast ist eines der hübschesten Skins für die AWP, ne? Aber für die Nova, ich weiß ja nicht. Es ist eine Hyper Beast von der Hyper Beast Serie, aber für eine Nova, da gibt es so viele andere Waffen, die ich lieber eine Hyper Beast hätte, aber die packen es auf einer Nova drauf. Okay, das macht unser erstes pinke Item. Jetzt noch was Rotes. Jetzt noch was Rotes und dieses Opening ist einfach nur perfekt. Oh, da war die. Ah, sogar so ein kleiner Brainlag war drin. Irgendwie so, oh, rot, oh, rot. Oh, rot. Oh, 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 yes, yes, yes. Die rote Fuel Injector, 94 Euro. Nicht schlecht. Field Tested. Factory New wahrscheinlich knapp 200 Euro. Kann sein, gut sein. Noch, die Skins sind ja alle noch frisch. Aber ich finde die nice. Die hätte ich gerne in CSGO. Will mir einer schenken? Oh, ich krieg einen Mission Complete. Cool. Alter, mein Luck ist echt gut über den Cases. Ich habe jetzt 50 aufgemacht. Zwei Knives. Ein rotes Item. War schon mal schlimmer. War schon so viel schlimmer. Wer die ganz ersten Folgen Case Clicker weiß, ich hatte irgendwie mal, keine Ahnung, 200 Cases aufgemacht. Kein einziges rotes Item war dabei. 200 Cases aufgemacht, kein einziges. Nein. Oh, die Battlestar! Ich raste aus. Oh, ey. Könnte ich Geld scheißen? Ich würde so viele CSGO-Cases aufmachen, ne? Aber wait, habe ich damit das Case schon fertig? Nein, die Elite-Bild und die Komichu Dragon. Ey, cool, mir fehlen nur noch zwei pinke Items. Hey, die hätte ich Bock drauf. Wenn das jetzt direkt fertig wäre, das wäre. Nein. Da. Oh, so knapp. Aber wahrscheinlich, es ist wahrscheinlicher, dass ich die im Jackpot irgendwann gewinne. Auch die Bowie Knives, die kriege ich wahrscheinlich alle im Jackpot. Ein drittes Knife wäre nicht schlecht. Ja. Jetzt, wenn noch ein drittes Knife kommt, das wäre super. Also langsam Game, komm an. Noch zwei dumme Items, ne? Die sind nicht mal rot. Ich meine, ja. Ich hätte noch eine Fuel Injector gehabt. Ja, wie gesagt, ich glaube, eine gute Fuel Injector ist für gut Money wert. Ich weiß noch nicht, wie lange. Wahrscheinlich wird es nach ein paar Wochen wieder ein Update geben. Und dann ist der Preis sowieso im Arsch. Aber aktuell ist es viel wert. Und die Bowie Knives bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie viel wert die haben. Ich habe bis jetzt so zwei billige. Ach, komm mal. Ich habe bisher zwei recht billige Knives gezogen, aber es kann sein, dass es vielleicht ein Doppler Bowie Knife gibt. Wer von euch Ahnung hat, schreibt mir mal kurz in die Kommentare. Aber ansonsten eigentlich ein recht cooles Upgrade. Wir haben wieder ein neues Case. Ich habe schon lange keine klassischen Case Openings gemacht. Mit so einem Upgrade kann man das immer wieder gut machen. Hab eine gute Ausbeute. Zwei Knives, zwei rote Items, ein pinkes Item. Fehlen nur noch zwei pinke Items und dann haben wir das hier hinter uns. Ansonsten ist noch nicht mal so viel drin. Im Jackpot soll es 15 neue Bots geben. Ansonsten nichts Krasses. Mal gucken, ob ich im Online-Jackpot die sehe. Oh, der hat den Online-Jackpot rausgetragen bei mir. Er hatte Online-Jackpot und der nimmt das raus. Blöd, Mann. Warum? Ich wollte egal. Ja, ich hoffe, euch hat das neue Upgrade gefallen für Version 1.8.4. Das nächste Upgrade wird wahrscheinlich Online-Jackpot sein. Soweit er versprochen hat. Vielleicht kommt hier irgendwas dazwischen, wer weiß. Ansonsten klickt mal hier oben rechts auf das i. Dort findet ihr die alten Folgen, auch die heutige Match-Betting-Folgen, falls ihr die nicht gesehen habt. Schaltet rein, gebt mir Flosse und Daumen hoch und Flosse und Daumen hoch und Flosse. Flop.